Moment mal. Das schneide ich nicht raus, weil ich habe zu gute Laune. Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu Tag Nummer 15. Mir fällt das spanische Wort für 50er nicht ein. 50? Nee, das ist 50, oder? I don't know. Ist mir egal. Heute ist Freitag. Und das ist in zwei Formen eine gute Tag. Heute ist erstmal Fuck the GEMA Day. Ich habe heute so gute Laune und so, dass es mir egal ist, ob die GEMA mir dieses Video sperrt oder zumindest ich dafür eine Warnung kriege, weil ich habe viel zu gute Laune. Ich möchte meine Musik jetzt hören, ja, und auch ein bisschen, andere Musik. Es hat ihn auch jemand nach Hardstyle gefragt, das gibt's auch. Und ihr seht da oben, ich habe wieder Pilze. Die werden aber erst morgen richtig zum Vorschein kommen, weil heute bin ich noch ein bisschen gelevelt. Aber vorher zeige ich euch jetzt erstmal den Raid. So, erstmal Stadtwache abholen. So, ich zeige euch erstmal den Raid Nummer 7 oder 6. 7 wird heute gemacht. Ich weiß jetzt auch endlich, wie man Kämpfe sehen kann. Jo. Und ich möchte euch natürlich von meinen beiden Abiturklausuren erzählen, ja. Donnerstag gab es ja das Video und da habe ich vielleicht schon, ob ich ein Video mache. Ich wollte auch kein Video machen, hatte nicht so Lust. Weil es ist ja schon alles anstrengend. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe eine Punktlandung mit meinen beiden Klausuren hier erlebt. Das ist unglaublich. Bei beiden habe ich das Richtige predicted. Ihr müsst wissen, ich bin nicht so ein Mensch, der lernt. Ich lerne nie. Und Hausaufgaben mache ich auch nicht. Mein Leben lang noch nicht. Es gab mal irgendwann in der 6. Klasse so eine Zeit, wo ich dazu getrimmt wurde, Latein zu lernen, weil ich Latein scheiße war, aber das hätte ich auch nicht machen brauchen. Aber egal, wenigstens sind mir dafür jetzt ein paar Lateinvokabeln im Kopf geblieben. Aber eigentlich war ich nie einer, der gelernt hat. Ich habe für beide Abiturklausuren nicht eine Minute gelernt und es lief wie am Schnürchen. Es ist einfach so der Trick, oder es ist kein Trick, sondern für mich ist es einfach, ich passe einfach im Unterricht auf und dann muss ich auch keine Hausaufgaben machen, weil ich halt eh alles kann. Und das war einfach genau der Fall. Also die beiden Klausuren, die ich da geschrieben habe, die waren auf den Punkt getroffen. Man hat ja eine Auswahl. Und ja, das, was ich auswählen konnte, war perfekt. Bei der Englischklausur war das so, es gab einmal einen Text, unter anderem war ein Gedicht, eine war ein Sachtext. Das Gedicht habe ich erst gar nicht gelesen, weil ich wusste, das ist eh scheiße. Sofort den Sachtext genommen, durchgeschrieben, bums, fertig, aus. Heute, so wie, einfach geil. Ich habe eine Stunde vorher abgegeben, nicht weil ich nicht mehr schreiben konnte, sondern weil ich nicht mehr schreiben wollte, weil ich schon einfach, ich hatte mich schon ausgekotzt, ja, ich war schon fertig. Es war einfach unglaublich. Und jetzt ist damit eigentlich schon der Schwerste des Abiturs durch. Weil es kommt nichts mehr. Es kommt noch Mathe, das wird eh verkackt. Egal, was ich mache, Mathe wird verkackt. Und dann kommt noch meine mündliche Prüfung und eine 4 muss ich schaffen. Und ich hab's doch schon drin. es ist nur in der Tasche. Ich darf nur keinen dummen Fehler mehr machen. Ja. Natürlich kann ich mein Gefühl auch täuschen, aber mein Gefühl täuscht mich eigentlich nie bei sowas. Vor allen Dingen ist es ja auch so, bei den Sovi-Klausuren war es eigentlich immer so, ich habe immer bis zum Ende geschrieben, weil ich eigentlich immer noch was schreiben konnte, aber heute, das war einfach perfekt. Es war einfach wie, zack, ich habe die Klausur, es gab 3 Klausuren zur Auswahl. Nee, wir wollen jetzt hier keine chillige Musik hören, wir wollen ja hier, wir wollen ja für euch hier so ein bisschen, ja genau, Hardstyle hat sich ja jemand gewünscht, den guten alten Magic Doom Hardstyle, den kriegt ihr auch. Ja, ist mir scheißegal, ob die GEMA kommt, ja. Heute ist No Fuck Day mit der GEMA. Wenn sie mir das Video mit Drittanbietern belegen, dann sollen sie das gerne machen. Das ist mir wurscht heute. Ich möchte euch ein Raid zeigen und noch ein bisschen sowas erzählen. Das hat sich dann auch morgen erledigt mit den Nur-Laber-Videos, weil morgen werden ein bisschen Dungeons gepfeffert. Morgen ist EP-Event und dann wird er. Ich muss. Ja, vielleicht werden heute schon ein paar Dungeons gelegt, aber nicht in dem Video. Das werdet ihr vielleicht dann morgen sehen, weil ich würde gerne den Terrorwolf, oder wie der heißt, erlegen. Und damit ich morgen im MP-Event so hohes Level bin wie nur möglich, weil Level 100 sollte drin sein in diesem Event, ja. So, und das Lied passt gerade zu mir, deswegen einfach. Und noch eine weitere tolle Nachricht, die gerade mir in den Kopf schießt. Ich bin so übersprüht voller Glücklichkeit aktuell oder jetzt gerade, dass ich eigentlich kaum richtig ein Video moderieren kann. Deswegen muss ich auch Musik laufen lassen. Der Gorgos hat mich doch echt für seinen scheiß Rap-Tag nominiert. Ich,
Ich kann mein Glück kaum expressionieren. Ich kann kaum aussprechen, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich jetzt einen Rap schreiben muss. Na, wie auch immer. Jetzt muss ich natürlich einen Rap machen. Eigentlich muss man ja nur sterben. Aber ich bin ja keine Pussy und deswegen mache ich das. Und wenn ich das dann mache, dann mache ich es auch richtig. Also dann möchte ich auch mit Strophen und einer Hook und Melodie und habt ihr nicht gesehen. Deswegen wird das alles ein bisschen länger dauern. Aber ich werde es machen. Versprochen. Ich habe jetzt bald Zeit. Ich habe jetzt auch schon mehr Zeit. Jetzt, wo die Klausuren, die beiden Klausuren geschrieben sind, ist einfach alles scheißegal. Ja. Wie weit kommen wir eigentlich heute? Ich glaube, wir waren bei dem etwas höher. Also etwas höher in der Level-Gegend. Wenn er es auch bald nicht mehr in den. Also bald kommen ja die Raids, die wir auch nicht mehr sofort legen. Ich frage mich, wann der kommt. Ja, wo war ich eigentlich vorhin bei meinen Klausuren stehen geblieben? Ich glaube, ich war fertig. Kann das sein? Ja. Genug gefreut. Ihr könnt mir ja, falls ihr auch Abituristen seid, Abituristen oder Abiterroristen oder Abi, einfach nur ganz normal Abiturienten, sagen, ob ihr auch eure Klausuren so geaced habt oder ob vielleicht auch ein Schuss in den Ofen war. Falls ihr, ich glaube, jetzt müsste eigentlich jeder mindestens eine Klausur geschrieben haben. Oder ist es schon möglich, ist es noch möglich, dass erst nächste Woche jemand seine erste Klausur schreibt? Weiß ich nicht. So. Roxy Hello hatten wir auch. Jo, auch ein wunderschönes Lied. Ich habe die Playlist ist nicht groß. Ich wollte da einfach nur ein paar Lieder reinklatschen, wo ich weiß, dass normalerweise die GEMA anklopft und Mecker Mecker macht. Die mir aber gefallen und die ich total toll finde. Und deswegen bleiben die Lieder jetzt auch so. Ne? Ach, das Blinken geht mir auf den Nerven. So, also ich bin für einen Rap nominiert. Da muss ich mal gucken. Ich kann euch schon mal so sagen, das wird wahrscheinlich eher ein melancholischer Rap. Nicht so entsprechend meiner Stimmung gerade. Aber, ja. Leider ist das so, wird für mich einfacher, darüber ein Thema zu finden, als, ja. Ich könnte natürlich auch über YouTube rappen, aber dafür wäre das besser, wenn ich auf Magic Duel noch bin, weil da. Also 2 Jahre zurück und dann wäre ich nominiert worden, dann wäre es cooler gewesen, weil dann wär mir zu YouTube ein Rap eingefallen. Aber in der Zeit ist so viel passiert, da fallen mir eher zu anderen Dingen ein Rap ein. Das sich auch relativ gut, ich beschäftige mich eigentlich derzeit viel mit Rap, aber nicht diesem Aslak-Rap, sondern so anderen Rap. So, nie, was heißt niveauvoll, ne? Aber schon Deutschrap einfach nur aus Interesse, weil ihr müsst wissen, ich bin ein ziemlich musikalischer Mensch. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der die Musik dann musikalisch ist nicht damit gemeint, dass ich jetzt 3 Instrumente spiele und der nächste Beethoven werde, sondern ich habe viel Ahnung von Musik und weiß viel über Musik so generell. Wir sind schon beim Dunkelzwerg, finde ich. Betrifft viele Sachen. Auch schon allein bei der Musiktheorie mit Kadenzen und Notenlesen, all das ist einfach easy going. Und dann haben wir halt noch generell, ja, ich habe viel Plan über Musik und ich will mir auch viel Plan über Musik machen, aber eigentlich kenne ich mich nur viel eher in Rock und elektronischer Musik aus. Aber da musst du dein Content, oder was heißt dein Content, dein Horizont etwas erweitern. Leute, hört euch den Drop an, ganz kurz. Oh mein Gott, das ist so schön, da kommen mir die Tränen. Ja, es geht weiter. Musst du deinen Horizont erweitern und dann machst du mal ein bisschen Deutschrap. Aber ich versuche mich natürlich an den guten Deutschrap zu halten. Oder auch an neu können, deswegen höre ich mir auch derzeit das VB. Bin ich bekloppt? VBT? VBT, ne? VBT, ja. Nicht JBB. Das VBT an. JBB kommt ja bald, ja. Oder. Ja, sicher. VBT, ne? VBT? Ja, VBT, VBT, ja, VBT. Und da so erstmal die Neuankömmlinge so zu hören, was der Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Rapper ist und so. Also ich beschäftige mich eigentlich mal ziemlich viel damit und dann ziehe ich da doch meistens durch. Und ja, generell, ich habe auch eine riesige Festplatte voller Musik. Also alles, was ich da habe, so. Also ich kann mich, also wenn man mich ein Jahr lang auf der Insel sperrt, dann, wie kann man eigentlich auch jemanden auf einer Insel sperren? Wenn jemand mich auf der Insel aussetzt, dann werde ich wohl wahrscheinlich für 365 Tage mindestens Musik haben und nicht immer das gleiche Lied hören. Ja. Und ich bin noch immer auf der Suche nach neuer Musik. So, es gibt immer so Sonntage, wo ich mir dann denke, ah, das kann man sich downloaden, das kann man sich kaufen, wie auch immer.
Aber so ein CD-Sammler, das bin ich nicht. Das wäre ich aber eigentlich gerne. Ich würde eigentlich gerne CDs sammeln. So ein riesiges Regal voller Alben und Singles. Das wäre cool. Aber irgendwie investiere ich mein Geld immer in Alkohol und Games. Ah. Ist irgendwie schon traurig. But I don't give a fuck. Ja. Ah, ich will euch hier gar nicht mit meinen Freudenströmen so überspringen. Aber vielleicht springt ja meine gute Laune auch auf euch über. Aber an einem Freitag hat man gute Laune zu haben, meine Freunde. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich kann einfach nur noch feiern. Und es geht mir jetzt gerade auf den Sack, dass dieser. Guckt euch das an, wie er auf der ausweicht. Okay. So, ja, ist okay. Jetzt zurück zum Thema, zu irgendeinem Thema. Ich bin so am Springen. Das Video ist auch schon wieder sehr Nick No Kommando mäßig, ja. Also ohne Kritik an ihm jetzt auszuüben, aber Nick No Kommando ist jemand, der macht ganz viele Sachen gleichzeitig, alles durcheinander. Das ist ja nicht normalerweise meine Videostruktur. Aber ich bin einfach gerade so wild, ja. Ich fühle mich frei wie ein Vogel. Und apropos Nick No Kommando, da haben wir eine gute Überleitung gefunden und das ist eher mein Genre. Gute Überleitung finden, ja. Apropos Nick No Kommando, ich habe mir da schon so ein paar Leute ausgesucht oder ein paar Leute. Ich werde natürlich nicht halb YouTube nominieren, aber für diesen Rap-Tag muss ja auch jemand anderes leiden. Und ich habe bestimmt ein paar Leute, die dazu passen würden. Ob sie es machen wollen oder nicht, ich zwinge da keinen zu, aber es wäre cool, ne? Ich habe da zwei Leute im Visier. Vielleicht ist der Nick Knock da auch schon bei. Ja. Und wäre cool, wenn die es mitmachen. Was weicht denn der so oft aus? Ist die Musik vorbei? Das kann gar nicht sein. Nee, ist er nämlich nicht. Ja, ein Knopfdruck entfernt. Und dann kommt der nächste Hardstyle. Das sollten eigentlich viele kennen, ja. Und das ist eigentlich auch übelst das Ausrasterlied, ne? Ich würde am liebsten schon wieder aufspringen. So, ja. Der Tagesplan für mich sieht heute rein Checks and Fidget-mäßig aus. 300 Alu, versuchen ein paar Dungeons zu legen und für morgen fürs EP-Event dann perfekt dastehen. Apropos, da fehlt mir nämlich noch eine grüne, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, ein grünes Funkelamulett. Wenn ihr über 50 seid und auf Server 36 spielt und ein grünes Funkelamulett seht oder besitzt, dann schreibt mich an. Ja, Prämie ist ein Angriff von mir. Ja. Da seid ihr Fame genug, wenn ihr von mir angegriffen wurdet. Einfach anschreiben. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe gestern zweimal die Ehrenhalle von 1 bis 700 durchgeguckt und habe nicht ein grünes Funkelamulett gefunden. Und oh, das ist mein Stift. Ich fuchtle hier gerade mit so einem Bleistift rum. Und ich habe einfach kein grünes Funkelamulett gefunden. Und die Frage ist, warum hat das keiner? Es ist das letzte Item, was ich brauche fürs SA. Aber das ist wichtig, weil wenn wir heute Abend noch den nächsten Raid machen und ich das Funkelamulett finde, könnte ich auf 77% SA kommen. Und dann wäre, wenn wir als Einzigste die Raid machen, bis morgen, wäre ich der einzige Spieler mit allen anderen, die ein volles SA haben, von unserer Gilde mit 77% SA. Oder ich mache heute eine rote Quest, die mir auch Fortschritt gibt im SA. Ja, so sieht nämlich die Theorie aus. Wir sind ja schon bei Missgeburt. Es ist ein super witziger Name, weil es geht ja nicht um die Missgeburt, sondern dass es eine Misses ist, die eine Geburt ist. Also ich verstehe den Wortspiel. Ja, und ich glaube, in ein paar Stunden dürfte ich mich wieder beruhigt haben, weil ich komme gerade wirklich live aus der Schu aus der aus meiner Schule. Also nicht aus meiner Schule, ich schreibe meine Prüfung an einer anderen Schule. Weil unsere Schule keinen Sowie-Leistungskurs angeboten hat. Und ja, nach Hause gekommen, hab mir eine Knifte geschmiert. Und dann sofort hier am PC und feiern. Und gefeiert wird dann später. Ja, und dann haben wir jetzt 14:51 Uhr. Abgabe der Klausur wäre um 13:45 Uhr gewesen. Aber ich, Genie, habe um 13 Uhr, 12:30 Uhr schon abgegeben, ja? Nee, das hatten wir schon. Ja, jetzt können wir den Chill-Step anmachen, ja. Ist auch wieder, weiß nicht, ob das in den GEMA noch, dass sie, ob die GEMA das so toll findet. Komme ich eigentlich dran? Das wäre doch mal ganz gut. Papa Perle. Ja, also wie gesagt, Attention, Attention, please, ich suche ein grünes Funkelamulett. Kann ich euch gleich, glaube ich, auch gerne nochmal zeigen, gleich. Damit ihr das euch ganz genau angucken müsst.
könnt. Ja. Jetzt werde ich euch gleich mal erstmal meine Hand beruhigen. Weil die Hand, die Schreibhand ist die, die bei solchen Klausuren am meisten leidet. Das tut so weh. Manchmal, am Ende einer Klausur ist es meistens so, dass man wirklich die Hand, sie krampft bei jedem Wort und man beißt sich dann immer durch jedes Wort durch. Wie lange kann es noch dauern? Komme ich jetzt noch dran oder nicht? Ach, jetzt wieder so ein Kundi-Fight. Oh, die Kundis, ey. Oh, nimmt dem noch das Ausweichen weg oder so. Ach ja, und gleich, wenn ich den Kampf angeguckt habe, ist mein Gold weg, weil mich wieder irgendjemand abfarmt. Wobei, wir sind jetzt auf dem Levelbereich, wo das Abfarmen eigentlich auch nicht erst nicht mehr so viel bringt. Ich glaube, hier endet das jetzt. Nicht mehr so viel bringt. Und auch doof ist irgendwie. Ja. So, wir haben den Raid geschafft. Ja, ich war gestern noch Rang 13, jetzt bin ich Rang 33. Aber das werde ich gleich wieder aufholen. Das lag wahrscheinlich daran, weil alle anderen schon gequestet haben oder dabei sind zu questen. Und wenn ich jetzt mal mein Gold der Gilde spenden, slash Gold 5570, damit wir uns heute auch locker den Raid leisten können. So, dann guck ich mit euch jetzt mal nach dem grünen Funkelamulett. Ist nicht schwer, es ist grün, ja, wie der Name schon sagt, hier ist es. Ja, mit den drei grünen Pünktchen. Wenn ihr das seht oder gefunden habt oder besitzt, meldet euch bei mir. Ich suche heute sowieso die Ehrenhalle wieder ab. Aber wenn ihr das zum Beispiel so im Laden habt, so, oh, dupdi du, hier ist ein grünes Funkelamulett, das würde ich gerne hier für den Zerzokolot haben, dann bitte kaufen, kaufen, kaufen. Ich greife euch gerne an. Ja, den Sombrero hier habe ich gestern in der, habe ich nicht in der Quest, das wäre ja krass, im Laden gefunden. Da ist mir aufgefallen, dass diese, wenn man sich ein Epic erblättert, dass da dann so eine coole Animation kommt und so ein Sound. Ich habe jetzt zwar keine Sounds mehr an, weil sie mir auf längere Zeit doch auf den Sack ging. Aber, ja. Da kommt noch so ein Wow oder was auch immer steht. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich ein Epic kriege. So, ich bin jetzt hier beim tollwütigen Wolf. Den würde ich gerne legen. Da hängen nämlich jetzt viele dran, vor allem die Kundis. Ey, das sah ganz gut aus. Aber ich glaube, den schaffe ich jetzt so nicht. So. Ja, nach dem grünen Funkelamulett gucken tue ich jetzt nicht. Aber ich könnte ja mal hier wen angreifen. Kill me maybe. Hat mehr Leben und mehr Geschick als ich, ja. Nee. Totalschaden. Hat viel mehr Leben, aber wesentlich weniger Schaden. Und ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Haus hoch. Haus hoch. 200 Geschick weniger. 10.000 Schaden weniger. Hat 70.000 Leben mehr. Ich verliere. So sieht's aus. Das war Tag Nummer 15. Vielleicht noch nicht ganz Tag Nummer 15. Aber das war erstmal der Raid. Mit Tag 15 zusammen. Ich bin heute etwas crazy und durchgedreht. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Vielleicht erstmal eine Valium-Pille nehmen, mich erstmal beruhigen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restfreitag. Und das war's von mir, dem Sir Verrückte Lot. Oder Sir Zockelot, wie man ihn auch immer nennt. Live von Server 36. Bis dann, Leute. Ciao.